Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute geht es um das Thema, was ist eine Keramikversiegelung Level 1 für Anfänger? Wir wollen mit diesem Video einfach mal einen theoretischen Einstieg in das Thema Keramikversiegelung, Glasversiegelung, Nanoversiegelung machen. Wir werden grob beleuchten, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt und was das eigentlich bringt. Und wer es dann genauer wissen will, guckt dann die weiteren Videos Level 2 bzw. Level 3. Da werden wir auch die chemischen Hintergründe und die Funktionsweise der Nano-, Keramik- oder Glasversiegelung erklären. Zunächst einmal zur Begriffsbestimmung, was ist eigentlich eine Versiegelung? Der Begriff Versiegelung ist eigentlich erstmal ein sehr allgemeiner und umschreibender Begriff. Versiegeln ist nämlich das temporäre Schützen einer Oberfläche. Von daher fällt eigentlich jedes Produkt, mit dem wir vorhaben, den Lack irgendwie zu schützen, sei es ein Hartwachs, ein Flüssigwachs oder eine Polymerversiegelung, in diesem Bereich. Wir wollen in diesem Teil über Coatings oder Beschichtungen sprechen. Das trifft einfach den Bereich viel präziser. Der grobe Unterschied ist, alle anderen Versiegelungen legen sich, wie ein Film auf den Lack. Hier kann man noch unterscheiden, ob sie sich fest miteinander verketten oder einfach nur lose vorliegen. Darum soll es hier nicht gehen, aber normale Versiegelungen, die weitläufig als Versiegelung besprochen werden oder auch Wachse, sind eben Produkte, die sich wie ein Film über den Wachs legen. Die sich wie ein Film über den Lack legen, meine ich natürlich. Von daher, Coating bedeutet erstmal, dass sich das Produkt mit dem Lack fest verbindet, und zwar auf chemischer Ebene sozusagen. Also auf Molekularebene haben wir eine feste Bindung zwischen Lack und Schutzprodukt, deswegen nennen wir es Coating oder zu Deutsch Beschichtung. Der Begriff Versiegelung ist aber auch häufig im Gebrauch. Ihr merkt es ja an Keramikversiegelung, Glasversiegelung, damit meinen wir eigentlich Coatings. Also wenn ich diese Worte hier verwende, seht es mir bitte nach. Ich werde versuchen, Beschichtung und Coating zu sagen. Bei der Vielzahl an Produkten, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, ist es recht schwer, insbesondere für Anfänger, zu sehen, was ist eine Glasversiegelung, was eine Keramikversiegelung, was eine Nanoversiegelung. Da wird halt viel mit geworben und die Begriffe sind leider nicht geschützt. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal versuchen zu erklären, was die Unterschiede sind und was diese Begriffe eigentlich sagen und wo sie eigentlich herkommen. Erster Begriff wäre die Nanoversiegelung. Der Begriff ist nicht wirklich neu. Ich glaube, an Waschanlagen wird damit schon seit 10, 15 Jahren geworben, dass nach der Wäsche eine Nanoversiegelung vorgenommen wird. Nano bedeutet, kommt vom griechischen Wort und bedeutet Zwerg. Es sagt in diesem Zusammenhang einfach nur, dass in diesem Produkt Moleküle oder Atome verarbeitet sind, die kleiner sind als 200 Nanometer. Hier weicht die Definition immer so ein bisschen ab. Da gibt es verschiedenste Werte. Manche sagen 100, manche sagen noch weniger. Auf jeden Fall wichtig ist, es geht um sehr kleine Partikel. Der Vorteil, den man sich von diesen kleinen Partikeln verspricht, ist eben, dass sie eine sehr hohe chemische Reaktivität haben. Hier will ich gar nicht wirklich näher drauf eingehen, weil es zu tief ins Thema reinführt. Wer da noch Interesse hat, bitte Level 2 angucken. Wichtig ist zu wissen, Nano sagt erstmal gar nichts und die wenigsten Coatings und Beschichtungen sind wirklich Nanoprodukte. Und selbst wenn sie es sind, kann uns das eigentlich egal sein. Kommen wir zum zweiten Begriff. Der zweite und der dritte Begriff, also Glasversiegelung und Keramikversiegelung, spielt eigentlich so ein bisschen zusammen und meint eigentlich das Gleiche. Der Gedanke dahinter ist, dass in vielen von diesen Coatings Silizium verarbeitet ist. Silizium ist ein chemisches Element, das auch genutzt wird, um Glas oder auch Keramik herzustellen. Das kennt man dann als SiO2, Siliziumdioxid. Daher kommt eigentlich auch der Begriff Keramikversiegelung, Glasversiegelung. Würde man diesen Begriff jetzt ganz genau nehmen, müsste man diesen Sand, was Quarz ist, ganz, ganz fein mahlen, nämlich auf Nanogröße und dann in ein Produkt einbinden, dann hätte man wirklich eine Glas- oder Keramikversiegelung in der Vorstufe. Wenn ich die dann noch einbrenne, bei 800 Grad habe ich Keramik, bei 1400 Grad habe ich Glas. Das kennt man wirklich ganz klassisch von der Herstellung von wirklich Keramik, also Toilettenschüsseln zum Beispiel, oder auch eben von Glas. Da dieser Einbrennprozess nicht stattfinden kann, da das Produkt auf dem Fahrzeug angewendet wird, fällt dieser Punkt schon mal raus. Auch die Verarbeitungsweise, und das will ich jetzt wirklich hier nur anschneiden, dass Teile gemahlen werden und dann damit eingearbeitet werden, macht eher weniger Sinn, weil die Teile dann chemisch nicht reaktiv sind und ich verliere viele Vorteile. Also es ist tatsächlich nicht so, dass wir wirklich eine echte Glas-, Keramik- oder auch Quarzversiegelung haben, sondern es ist Silizium drin und damit so eine Art Vorstufe davon. Deswegen ist der Begriff keramische Versiegelung vielleicht noch eher oder keramische Beschichtung vielleicht noch am treffendsten. Also ganz kurz gesagt, lasst euch von den Begriffen nicht unbedingt in die Irre führen. Guckt einfach, ob in der Beschreibung vielleicht steht, dass das Produkt chemisch sich mit dem Lack verbindet. Dann handelt es sich in der Regel um ein Coating oder eben auch um eine Beschichtung. Was in den Coatings drin ist, habe ich gerade schon kurz erklärt. Es geht hauptsächlich in irgendeiner Form um Silizium. Das ist so, wenn man möchte, der Wirkstoff oder der Feststoff.
Dieser Stoff bringt am Ende den Schutzfaktor. In den meisten Coatings und Beschichtungen werden noch andere Sachen eingemischt. Das sind natürlich Binder, weil ich muss dieses Molekül ja irgendwie in einer flüssigen, verarbeitbaren Form halten. Und irgendwelche Harze zum Beispiel, um einfach die Eigenschaften noch zu steigern. Aber wie gesagt, auch hier Verweis aufs zweite Video, weil das würde jetzt definitiv zu tief in die Thematik führen. Was für euch jetzt wichtig ist, und deswegen bin ich mal hier rüber zum Whiteboard gegangen, was könnt ihr euch eigentlich von einem Coating oder einer Beschichtung erhoffen? Viele Hersteller werben gerne damit, dass sie kratzfeste Coatings haben, dass Steinschläge verhindert werden, dass der Lack Hitze besser ab kann. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was hinter diesem Werbeversprechen steht und was vielleicht auch nicht. Dafür müssen wir uns mal überlegen, wie ist ein Coating eigentlich da und wie kann man das vorstellen. Also wenn ich mir hier meine Lackoberfläche vorstelle und dann hier eben was auftrage, dann findet hier natürlich eine Bindung am Lack statt. Ich zeichne das jetzt einfach mal mit so ein paar Strichen hier ein. Und dann wird je nach Coating eine mehr oder weniger dicke Schutzschicht aufgetragen. Die ist jetzt hier. Man kann ruhig davon ausgehen, bei sehr guten Coatings kommt man so knapp unter 10 μ. Also irgendwas zwischen 5 und 10 μ ist durchaus realistisch, da kann man dran glauben. Also dieser Bereich hier ist alles Coating. Jetzt muss man ein wichtiges Thema zur Härte sagen. Es gibt viele Hersteller, die werben gerne mit Mooshärte 9. Das klingt immer super toll und super spannend. Aber man muss immer bedenken, der Untergrund, den ich hier habe, also der Lack, ist immer maßgeblich für die Härte. Wenn ich dieses Coating auf ein blankes Aluminiumblech auftrage, habe ich vielleicht eine Mooshärte 9. Dazu will ich euch noch gleich eine kurze Anekdote erzählen, nämlich wie man das testet. Das klingt viel spektakulärer, als es ist. Wenn ich jetzt hier aber einen Lack habe, insbesondere weiche asiatische Lacke oder manchmal auch Oldtimer-Lacke, kann das Coating nur so hart sein wie die Untergrundschicht. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich kann oben keine härtere Schicht auftragen als auf das weichere Blech. Anderes Thema bei der Härte, ihr kennt es von Stahl vielleicht. Je härter ein Material ist, desto brüchiger wird es auch. Also es hilft mir nichts, wenn diese Schicht nur hart ist, aber nicht flexibel ist, denn wir haben überall Torsion, also Bewegung am Fahrzeug. Sollte die Schicht jetzt sehr hart sein und es bewegt sich irgendwas in der Karosserie, würde das Coating brechen, absplittern und wäre einfach ab. Das ist nicht Sinn der Sache, deswegen Härte ist immer nicht alles. Nochmal ganz kurz zu dieser Mooshärte 9. Es wird nämlich so getestet, es gibt ein Gerät, da wird ein Bleistift, wirklich tatsächlich ein normaler Bleistift eingespannt. Der wird über eine Oberfläche geführt und dann wird einfach geguckt, wird ein Kratzer verursacht oder nicht. Das kann man dann in den verschiedenen Härten von Bleistiften machen, nämlich 1 bis 9. Daher kommen diese Mooshärte 9. Also wirklich nicht zu viel drauf geben. Der Untergrund ist immer entscheidend. Passiert es jetzt, dass ein Kratzer in den Lack kommt, wäre es normalerweise so. Ich habe hier irgendeine Einwirkung auf den Lack und habe dann hier die verschiedenen Lackschichten. Also sagen wir mal, das ist Klarlack. Das ist Basislack, das ist Füller und hier unten ist mein Blech. Würde dieser Kratzer im besten Fall nur in den Klarlack gehen. Da ich im Durchschnitt irgendwas, sagen wir mal so um die 100 μ Klarlack habe, habe ich hier ein bisschen Luft und kann ein paar Kratzer abfangen und kann dann durch die Politur entweder bis zu dem Level runter polieren, was eher selten passiert, oder eben das obere Level so polieren, dass mein Kratzer nicht so sieht. Nur ganz kurz am Rande. Wenn ich jetzt einen starken Kratzer habe, geht er vielleicht auf den Decklack durch oder er geht sogar runter bis aufs Blech. Das kann natürlich auch mal passieren. Diese Kratzer lassen sich durch normale Aufbereitungsreparatur nicht beheben, da muss dann lackiert werden. Wenn ich jetzt hier diese kleinen Kratzer habe, um einfach mal das Beispiel hier auch nochmal aufzuzeichnen, das hier ist mein Klarlack, das hier ist mein Decklack. Und hier ist jetzt die Füllerschicht, die ist jetzt viel zu dick, aber ist egal, die interessiert uns jetzt eh nicht. Hätte ich jetzt die Chance, wenn der Lack zerkratzt durch was auch immer, dass diese erste Schicht, ja, sagen wir mal der erste Zentimeter, der hier schon im Klarlack ist, in diesem Fall, hier noch im Coating hängen bleibt. Das bedeutet, ich kann mir so ein Coating vorstellen wie eine Opferschicht. Das heißt, im schlimmsten Fall schleife ich dieses Coating wieder runter, also ich poliere das Coating runter und habe danach die perfekte, intakte Klarlackschicht. Dann mache ich wieder ein neues Coating drauf und dann geht es wieder weiter. Das ist der Kratzschutz, den man von einem Coating erwarten kann. Nicht mehr. Kommt jetzt ein starker Kratzer rein, habe ich wieder nichts gewonnen. Also es ist wirklich so, es bietet natürlich irgendwo einen Schutz, weil die Schicht einfach abfängt sozusagen. Alles, was erstmal im Klarlack landen würde, landet im Coating. Das liegt eher weniger daran, wie hart diese Schicht ist. Also es ist natürlich wichtig, wie viel die aufnehmen kann. Wenn sie sehr weich ist, geht der Kratzer auch gleich durch. Aber das untere Material ist immer maßgeblicher, deswegen nicht so viel auf die Härte geben. Die Schichtdicke ist eigentlich ein Tick wichtiger. Und wie ich hier gesagt hatte, haben wir hier so irgendwas, sagen wir mal 5 bis 7 μ im Durchschnitt. Wenn ich mich jetzt frage, wie ein Coating aufgebaut ist, möchte ich das jetzt auch nur ganz kurz und ganz grob hier erklären. Wie gesagt, Näheres dazu seht ihr dann auch in dem Profi-Video Level 2. Also wir haben hier wieder unsere Lackschicht. Wir haben hier wieder die Coating-Schicht oben drüber. Die zeichne ich jetzt noch nicht glatt ein, weil es gibt grundsätzlich, sage ich mal grob, zwei Arten von Coatings. Es gibt einmal Coatings, die machen wie so eine Art Speerspitzen auf dem Lack. Das ist jetzt wirklich sehr schematisch dargestellt.
Und auf diesen Speerspitzen hat man den Vorteil, dass sie sehr gleichmäßig sind. Das heißt, ich habe eine ganz gleichmäßige Oberfläche. Wenn ich mir den Lack normalerweise vorstelle, ist der natürlich nicht ganz so glatt, sondern er ist vielleicht mal ein bisschen zerkratzt, mal ein bisschen wellig. So, das soll reichen. Und habe halt keine gleichmäßige Oberfläche, ne? Weil durch die Abnutzung, durchs Waschen, durch Umwelteinflüsse ist der Lack halt immer so ein bisschen aufgeraut. Wenn ich jetzt ein Coating hier drauf packe, das passiert natürlich nur bis zum gewissen Bereich, dann schaffe ich hier oben eine gleichmäßige Oberfläche, weil das Coating sich gleichmäßig aushärtet und sich ausgleicht. Das gilt jetzt hier natürlich maximal für vielleicht 5 Mikrometer Kratzer. Wenn ich jetzt hier einen tiefen Kratzer drin habe, dann kann das Coating natürlich hier drin nicht haften. Ne? Dann hängt es auch hier unten irgendwo, da habe ich den Effekt verloren. Aber normalerweise schaffe ich es bei einem vernünftigen Zustand, eine schön gleichmäßige Oberfläche zu haben. Das hat eben den Vorteil, dass zum einen ein gutes Abfließverhalten und zum anderen ein gutes Abperlverhalten entsteht. Wodurch diese entstehen, werde ich gleich nochmal erklären. Ich möchte nur den Teil hier abschließen. Es gibt aber auch Coatings, die haben eine sogenannte amorphe Oberfläche. Das ist jetzt ein Fachbegriff. Amorph heißt eigentlich nur glasartig und zwar eine sehr glatte. Das könnte man sich grob dann wirklich wie die Lackschicht vorstellen, sehr gerade. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Teilen sind relativ einfach. Mit so einer Oberfläche bekomme ich eine hohe Schichtdicke hin. Je mehr Schichtdicke ich habe, desto mehr Glanz entsteht, weil das Licht tiefer eindringt und anders reflektiert wird. Dadurch habe ich einen höheren Glanz. Diese Schicht, die eher dünn ist, kann aber dafür sehr hart ausgebildet werden, weil die Moleküle einfach dicht beieinander sitzen. Hier müssen sie sich nach oben aufstellen, ganz so simpel erklärt, und hier sitzen sie alle in einer Reihe. Natürlich auch dreidimensional, aber halt viel kompakter. Dadurch ist die Schicht härter, aber auch flexibler. Jetzt habe ich hier den großen Vorteil, dass ich durch diese Spitzen, die hydrophob sind, aber das führt jetzt auch wieder zu tief ins Thema. Beim Level 2 wird es nochmal genau erklärt, wodurch die Hydrophobizität kommt. Bilden sich die Wassertropfen hier an der Spitze und haben eben diesen schmalen Kontaktwinkel, wodurch sie sehr rund werden und eben dieses typische Beading oder auch den Wasserperleffekt bilden. Auch nochmal kurz am Rande, warum es wichtig ist, nicht nur ein Coating auf einen, sagen wir mal, sehr gebrauchten Lack zu schmieren, sondern den Lack halt auch vorzubehandeln, weil je tiefer diese Kratzer sind, desto schlechter kann dieses Coating sich verbinden, weil ihr seht ja auch hier oben, hier an der Seite, dass diese einzelnen Spitzen alle miteinander verbunden sind. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass hier ein Loch ist, wenn man es einfach so ausdrückt, dann fallen die Spitzen hier rein. Dann kann es zum einen dazu führen, dass die Schichtdicke nicht ausreichend genug ist und das Coating hier einfach abreißt, also das Coating gar nicht komplett geschlossen ist, oder sich einfach die Oberfläche ungleichmäßiger verändert. Also ich habe hier oben das Level und dann habe ich hier das Level. Dadurch habe ich eben nicht mehr diese gleichmäßige Oberfläche. Die Oberfläche muss nicht unbedingt perfekt sein. Klar, die Vorarbeit macht immer das Ergebnis, aber sie sollte zumindest so poliert sein, dass ich möglichst wenig tiefe Kratzer habe, um die beste Performance zu erhalten. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass wir wie so eine Art Spitzen auf dem Lack haben durch das Coating, dann ist es aber auch so, dass wir, ihr seht, dass wir hier Täler haben. Man könnte es auch als Poren beschreiben, wie in der Haut zum Beispiel, um sich das leichter vorzustellen. Wird das Fahrzeug jetzt dreckig, kann es nämlich passieren, dass diese Poren auch verstopfen und verschmutzt werden. Das passiert besonders gerne im Sommer durch Blütenstaub und solche Geschichten. Selbst wenn ich jetzt die Oberfläche wasche, also hier ist noch ein leichter Dreckfilm drauf, und ich wasche den weg, komme ich nicht unbedingt zwingend an die Poren vom Coating ran. Deswegen kann es passieren, dass man sein Auto längere Zeit nicht wäscht, relativ frischen Coating drauf hat, vielleicht 3 Monate und 3000 Kilometer, das Auto wäscht und dann das Beading komplett weg ist und man denkt, das Coating ist nicht mehr auf dem Lack. Das ist aber meistens nicht so. Zum einen muss man natürlich immer bedenken, wenn das Auto dreckig ist, ist irgendwann diese Schicht hier auch zu, komplett. Dann kann es sein, dass das Wasserabperlverhalten verhindert wird. Und zum anderen, selbst wenn das Auto dann gewaschen ist, sind die Poren eben zu. Da gibt es spezielle Reiniger, sprecht uns gerne mal dafür an. Das soll jetzt hier kein Werbevideo sein, deswegen nenne ich jetzt auch kein spezielles Produkt, aber sprecht uns dafür an. Es gibt Produkte, die es schaffen, diesen Dreck hier aus der Tiefe rauszuholen. Dann hat man nämlich wieder die Performance von vorher. Es gibt noch eine Sache, die zu sagen ist, und dazu blenden wir euch jetzt hier nochmal ein Bild ein, damit ihr es verstehen könnt. Nur weil das Coating nicht mehr unbedingt schön biedet, also kein schönes Wasserabperlverhalten mehr hat, muss es nicht sein oder ist es in den wenigsten Fällen so, dass das Coating weg ist. Das Coating trägt sich nämlich von oben nach unten ab. Also quasi, wenn ihr auf einer Oberfläche schleift, trägt es sich, wird es von oben nach unten abgetragen, bis es irgendwann weg ist. Wenn die oberste Schicht weg ist, dann leidet dieser Wasserabperleffekt. Das bedeutet, der ist dann weg. Das Coating ist aber auf jeden Fall noch da. In dem Bild, was wir euch jetzt hier einblenden, sieht man schön die beiden Testflächen, die dunkler sind als der Rest. Hier ist ein Coating drauf nach etwa 5000 Kilometern. Und man sieht wirklich, dass das Coating noch vorhanden ist, obwohl es auch verschmutzt ist. Das sieht man jetzt im Bild nicht, aber da könnt ihr mir einfach glauben. Durch diesen
durch diesen Effekt der tiefen Farbe im Vergleich zur Referenzfläche sieht man einfach, dass das Coating noch vorhanden ist, auch wenn kein Wasser mehr perlt. Welche Eigenschaften wünschen wir uns denn noch von einem Coating? Wir haben schon besprochen, dass eine gewisse Kratzbeständigkeit oder Kratzerminderung vorhanden sein kann. Steinschlagschutz ist nicht möglich, besonders nicht bei hohen Geschwindigkeiten. Man möchte einen hohen Glanz haben. Das erreicht man eben durch eine hohe Schichtdicke und natürlich auch noch durch ein paar Glanzzusätze, die auch so in anderen Produkten drin sind. Und was man auch mal haben möchte, man möchte den sogenannten Easy-to-Clean-Effekt haben. Das ist also so eine Art Selbstreinigungseffekt oder ein Effekt, der die Reinigung vereinfacht. Viele denken und viele erzählen auch, das kommt eben oder man sieht, ob ein Produkt dieses gute Easy-to-Clean-Effekt hat durch das Beading, also das Wasserabperlverhalten, nämlich wie rund die Tropfen auf dem Lack sind. Das hat gar nichts damit zu tun. Wenn die oberste Schicht so aufgebaut ist, wie ich es erklärt habe, mit diesen Spitzen oder auf anderen Gründen hydrophob einfach ist, die ich jetzt nicht weiter erklären möchte, weil es zu tief führen würde, dann habe ich eben diese Tropfenbildung. Aber diese Tropfen helfen mir noch nicht, dass das Wasser gut abfließt. Ich habe zwar schöne Tropfen, die fliegen auch vom Wind weg, aber diese gebündelten Tropfen sind nicht in der Lage, viel Dreck mit wegzunehmen. Dafür brauche ich einen anderen Effekt, der eigentlich viel, viel wichtiger als das Beading ist, das sogenannte Sheeting, also das Wasserablaufverhalten. Das seht ihr daran, wenn ihr Wasser auf einen versiegelten Lack gebt und das Wasser so schön in einer Linie, in einem Film nach unten abreißt. Das passiert einfach durch die gleichmäßige Oberfläche. Je gleichmäßiger die Oberfläche ist, desto gleichmäßiger ist dieser Filmaufriss. Und da ich da relativ viel Wasser habe, der in einem Schwall abläuft, kann dieses Wasser eben auch viel Schmutz mitnehmen. Das ist wirklich das A und O der Versiegelung und Coatings eigentlich, die eben diesen Easy-to-Clean-Effekt aufmachen. Und darauf sollte man achten. Das Beading ist tatsächlich nur was für die Optik. Das war vermutlich schon relativ viel Input. Ich habe jetzt Sachen noch mal ein bisschen mehr im Detail erklärt, einfach um dieses Gesamtthema verständlicher zu machen. Der letzte Punkt ist eben ein gesundheitlicher Aspekt, der wirklich nicht unwichtig ist. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass wir eine Art Wirkstoff drin haben, das Silizium und diese ganzen anderen Harze, die eben den Lackschutz ausmachen. Und die muss ich ja irgendwie lösen und so bereitstellen, dass der Anwender sie irgendwo auftragen kann und damit auf den Lack auftragen kann. Dafür gibt es verschiedene Lösungsmittel, die eben das gewährleisten. Das eigentlich wahrscheinlich günstigste und was sich auch am besten eignet, sind Xulole und Thylole, sogenannte aromatisierte Kohlenwasserstoffe. Einfach nur mal den Begriff erwähnt. Das große Problem an denen ist, die sind krebserregend, erbgutverändernd. Die Diskussion hatte ich in der Vergangenheit auch schon mal. Und wenn sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, es tut mir leid. Aber die CLP-Verordnung, also die Chemikalienverordnung für Europa, gibt mir recht. Thulol und Xylol sind seit 2016 im Juni, glaube ich, als krebserregend und erbgutverändernd klassifiziert. Ob sie es sind oder nicht, ich möchte einfach keinen Kontakt mit Produkten haben, die im Verdacht stehen, sowas zu tun. Das kann jeder selbst entscheiden, ich möchte es einfach nicht. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn ihr euch ein Coating aussucht, lasst euch Sicherheitsdatenblatt geben und guckt mal ins Sicherheitsdatenblatt, ob diese beiden Stoffe drin sind, weil davon sollte man die Finger lassen. Unbedenklich sind einfach nur, damit ihr es auch mal nachlesen könnt, alle Acetate. Da gibt es Butylacetat, Ethylacetat. Das sind sozusagen wasserfreie Lösungsmittel. Das ist jetzt nicht weiter wichtig, aber diese Sachen sind natürlich nicht gesund im Sinne, dass man sie trinken kann und drin baden sollte. Aber sie verursachen eben keinen Krebs, sie sind nicht erbgutverändernd und das Einatmen bringt einen erstmal nicht um. Vielleicht kennt es manche noch aus ihrer bösen Jugend oder einfach vom Basteln. Wenn man ein bisschen mit Kleber gebastelt hat, dann wird man manchmal so ein bisschen benommen und so ein bisschen komisch. Das sind einfach die Lösemittel, die verdampfen, aber niemand wäre auf die Idee gekommen, dass einen das umbringt. Das wird es auch in der Konzentration, die ein Coating freisetzt, nicht tun. Deswegen wirklich mein Appell am Ende, bevor ihr so ein Coating verarbeitet, guckt immer ins Sicherheitsdatenblatt und überprüft einfach, was da für Lösungsmittel drin sind. Lasst euch nicht verunsichern. Die CLP-Verordnung, die ich gerade schon erwähnte, hat leider auch einen kleinen Nachteil. Durch die Gefahrenzeichen, die da drauf sind und diese Halbsätze, ihr kennt es bestimmt, kann schwere Augenreizung verursachen, wäre jetzt mal so ein Beispiel. Sind manche Sachen, hören sie sich schlimmer an, als sie sind. Zum Beispiel werdet ihr bei jedem Coating den Hinweis darauf finden, kann bei Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Nicht bei jedem, aber bei den meisten. Liegt einfach daran, dass dieser Wirkstoff, der da drin ist, ich will es gar nicht so tief erklären, dieser Wirkstoff würde in der Lunge so reagieren, dass er euch töten könnte. Das gilt aber nur, wenn man es trinkt. Deswegen lasst euch davon nicht verunsichern. Guckt lieber nach den Inhaltsstoffen, die sind auch in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt und achtet darauf, dass kein Xylol und kein Thulol drin sind. Wenn ihr euch unsicher seid, googelt einfach mal die Inhaltsstoffe und guckt, was die so machen. Einfach nur mal so als Hinweis und vielleicht, wenn ihr ein Produkt gefunden habt, wo ihr wisst, da sind nur Acetate drin und keine so gefährlichen Stoffe, bleibt einfach dabei. Und ja, Experimentierfreudigkeit kann man natürlich immer beweisen, aber auf Kosten der Gesundheit muss es nicht gehen. Generell gilt natürlich auf jeden Fall Handschuhe. Auch eine Halbmaske kann nicht schaden. Vor allem, wenn man viel damit arbeitet, irgendwann ist man dann doch einfach ein bisschen benommen. Solltet ihr insbesondere in der Werkstatt damit arbeiten, achtet auf jeden Fall auch drauf. Eine Schutzbrille sollte natürlich auch immer sein, weil wenn es in die Augen spritzt, ist das natürlich auch nicht so gut.
Für alle, die noch mehr wissen wollen, vor allen Dingen noch mehr Hintergrundwissen haben wollen, das können wir euch liefern. Wir nehmen uns dafür einen Experten, der Dr. Andreas Neuner, der wird euch auf jeden Fall in den nächsten Folgen zu dem Thema nochmal deutlich tiefer mit in die Chemie nehmen und das hier alles nochmal mit viel Hintergrundwissen füttern und ja, euch die Möglichkeit geben, in das Thema direkt reinzukommen, ohne Chemie studieren zu müssen. Weil das ist wirklich gar nicht so einfach. Selbst wenn man mit Chemikern redet, die wissen das alle nicht. Das ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen wieder ein. Wir wünschen euch schon mal eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bleibt sauber, eure Autolacke.